Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich vor 5 Jahren in dieses Haus kam, sind ja die Piraten irgendwie auch in dieses Haus gekommen. Und damals ja so ein bisschen Anti-Establishment-Partei gewesen, gegen die, die sich irgendwie von Lobbyisten ihre Reden und Gesetzentwürfe schreiben lassen. Das, was der Kollege Morlang hier gerade abgeliefert hat, ist mindestens zur Hälfte abgeschrieben aus den Papieren, die wir alle bekommen haben von der Gaming-Industrie. Und ich mache ihn auch. Und die, Herr Kollege, die haben Sie offenbar sehr viel intensiver gelesen als das Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes. Denn da stand das entscheidende Argument, die klare Ansage, die ich Ihnen hier gerne mache, nämlich drin. Es gibt in Deutschland keinen politischen Sport. Und was Sport ist im Sinne von Sporttreiben, entscheiden bei uns die Sportverbände, die demokratische Strukturen haben. Und das ist übrigens auch gut so, gerade in einem Land, in dem es zweimal Systeme gegeben hat, wo es sowas wie Staatssport und verordneten Sport gegeben hat. Ich möchte auch in Zukunft, dass der Sport selber entscheidet, was Sporttreiben ist und was in dem Sinne sportlich förderungswürdig ist. Und dann will ich durchaus auch ein bisschen, positiver sein. Ich war ja beim letzten, ich war ja beim letzten Mal durchaus ein bisschen netter, weil ich ja gar nichts habe gegen Gamer und auch gar nichts dagegen, dass sich junge Menschen, auch ältere Menschen zusammenfinden in großen Räumen und gegeneinander Computerspiele spielen und meinetwegen auch vernetzt auf der ganzen Welt miteinander Spiele spielen. Dass ich das persönlich, ich habe es auch gesagt, für keine körperliche Sportart halte und dass es für mich persönlich kein Sport ist, ist dabei gar kein so großes Problem. Denn in der Anhörung ist, glaube ich, auch deutlich geworden, was das eigentliche Begehr ist, nämlich tatsächlich auch Vereine gründen zu können und auch sowas wie Gemeinnützigkeit zu bekommen. Und das ist eben auch mal ein Unterschied in der Frage, ob man eine Gemeinnützigkeit erreichen kann. Das kann auch ein Karnickelzüchterverein bekommen, das können Karnevalsvereine bekommen, das können Nachbarschaftsvereine bekommen und das sollen nach meinem Gusto meinetwegen gern auch Vereine bekommen, die sich treffen, um Computergames zu spielen. Sportliche Förderungswürdigkeit ist allerdings noch mal was anderes. Da geht es nämlich in der Tat um die Töpfe, die der organisierte Sport in Deutschland für den Leistungs- und für den Breitensport ausgeben kann. Und in der Tat, Sie haben es ja gerade gesagt, das sind leider Gottes auch begrenzte Töpfe und begrenzte Kapazitäten. Und deswegen ist und bleibt es richtig, dass der Sport selber darüber entscheiden muss, was er im Rahmen sportlicher Förderungswürdigkeit fördern will. Und das ist eben genau Autonomie des Sports. Autonomie des Sports, für die die Parteien größtenteils hier auch im Berliner Abgeordnetenhaus, glaube ich, stehen. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass die Grünen, aber die werden wir ja gleich noch hören, sich im Ausschuss für diesen Antrag und damit für einen erheblichen Eingriff in die Autonomie des Sports ausgesprochen haben. Und ich bin gespannt auf die Argumentation der Kolleginnen und Kollegen. Für meine Partei kann ich ganz klar sagen, die Autonomie des Sports bleibt ein hohes Gut und daran werden wir festhalten. Vielen Dank.